Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Tomb Raider. Ja, wir sind wieder in dem Lager, wo die gute Sam entführt worden ist. Der Archäologe hat uns alleine gelassen. Er wollte die Umgebung erkunden. Jetzt ist die Frage, hat er die Umgebung erkundet oder ist er einfach davon abgehauen? Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Sams Familiengeschichte. Es ist Sams Geschichte über die Sonnenkönigin und Yamatai. So hat sie sich das bestimmt nicht vorgestellt. Das denke ich auch. Okay. Da haben wir Pfeile gekriegt. Kriegt er doch hin. Ach, die Axt, die ich habe, ist nicht stabil genug. Okay. Na, dahin ist der andere abgehauen. Lara! Hier oben! Ich hab was gefunden! Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf! Da ist ein großes Tor! Den Hügel rauf. Okay. Ich glaube wahrscheinlich komplett falsch, oder? Da hinten müssen wir hin. Okay. Hier ist auch eine eingestürzte Höhle und noch ein Buch. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Okay, also wir finden jetzt hier auf dem Weg erstmal Sams Tagebuch. Ich habe das Gefühl, wir übersehen hier so einiges. Hier ist eine Kiste. Hier sind noch eine Pfeile. Pfeile haben wir genug. Noch eine Kiste. Wir werden da jetzt ja wohl wieder hochkommen. Sie hätte mich vor den Wölfen warnen können, Doktor.
Ja, dann wäre es für ihn ja nicht lustig gewesen. So. Hier waren noch irgendwo noch Pfeiler, da können wir uns gleich wieder voll machen. Piste. Da hinten ist es dann auch schon. Aber hier oben habe ich jetzt noch was gesehen. Noch eine Kiste. Oh. Da wollen wir hin. Da wollen wir erst noch hin. Und zwar. Hier hin. Da hin. Und das. Oh. Die komplette Karte erkundet. Hier wird es nach unten gehen, aber. Wir müssen ja doch hoch. Aber Pfeile haben wir jetzt erstmal genug. Faszinierend. Das ist noch eine Kiste. Wo ist denn der Typ jetzt? Da haben wir noch die bessere Waffe. Ja. Neuer Lagerplatz. Ja, okay. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Okay. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Oh, wir machen die Tür auf. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Ich die Axt wieder hinkriege. Ah, hier ist noch ein Tagebuch. Schatz, bitte. Denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen, wenn du dich jetzt scheiden lässt. Siehst du davon keinen Cent? Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen, versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte. Whitman, verlass mich nicht. Ein Brief aus Whitmans Notizbuch. Der Mann ist unfassbar egoistisch. Ich kann nicht glauben, dass ich ihn mal bewundert habe. Da muss ich zustimmen, aber das ist echt heftig. Aber warum sollten Überlebende eine uralte japanische Sendung getan werden? Das war jetzt unbedingt diese stärkere Axt. Seltsam. Seltsam. Also das Lager benutzen. Okay. Wo fange ich an? Okay. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance.
gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Oh. So, kann mir jetzt einer sagen, wie ich das Ding hier verbessere? Jetzt ist die verstärkt. Fähigkeiten. Punkte habe ich auch schon. Bogen Upgrade. Outfit. Jäger Outfit. Piloten, Guerilla, Bergsteigerin, Ingenieurin, Meisterschütze. Keine Ahnung, wie es aussieht. Ich habe die Game of the Year Edition, deswegen habe ich hier so ein paar Sachen extra dazu bekommen. Ja. Ich kann den Bogen abzugraden. Braucht ein paar mehr Teile. Okay. Damit lassen wir das. Ah. Ja, das sieht doch ganz cool schick aus, das Ausrüstungsteil. Und dann kriege ich damit jetzt auch die auf. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, so. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko. Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Hm. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Ach, das ist so ein... Aber nur geradeaus. Man kann gar nicht gucken. Ich vermute, dass das eine sehr schlechte Idee war. Unglaublich! Es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch Sie. Zurück. Wir können Ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Still. Nein! Ich kläre das. Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Ah. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Was für ein Idiot. Тихо. Лара. Нужно слухать, мочи. Тут им nichts. Bitte. Тихо. Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein!
Окружите! Окружите! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Эй, bring die Bande raus! Ich bin schon dabei! Wo muss ich überhaupt hin? Wie sieht's aus? Ich bin hier nicht. Sie ist weg. Dann sind weiter. Da, vor mir schon. Oh Gott. Думаешь, спрячешься, кукла? От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Okay, was kommt jetzt? Wir werden uns nicht umbringen. Она тоже была порадочной стервой. Da sind noch ganz viele andere Leute, Laura. Ganz, ganz viele böse Männer. Okay, wo? Wo muss ich hin?
Okay, ist hier noch was? Was gefunden? Na, für die Aufgabe. Wir können uns hier anscheinend auffüllen. Oh, ich habe echt Probleme. Wo müssen wir hin? Hey, hey, sind da unten noch mehr? Nein, nicht. Halt die Augen offen. Euer Treib gleich gleich zu dir. Cool. Dann. Mal sehen, was er dabei hat. Geldbörse, kaputtes Handy, immer dasselbe. Was war es denn? Wieder ein Tanker? Nein, sah eher aus wie ein Forschungsschiff. Das heißt, gutes Material. Die haben wir auch ausgeschalten. Was ist da unten los? Alles in Ordnung? Hier rüber! Ja. Mehr zu bergen. Okay, also müssen wir jetzt hier die Leiter hoch. Lara, bist du da? Ja. Bei den alten Ruinen steigt Rauch auf. Bist du okay? Ross, ich habe hier echt ein Problem. Sie bringen Leute um. Was? Wer? Männer. Ich weiß nicht warum. Ich musste einige töten. Ich hatte keine Wahl. Das war sicher nicht leicht. Es war sogar erschreckend leicht. Du musst die anderen warnen, Roth. Mach dir jetzt keine Sorgen um sie. Tu, was nötig ist, um zu mir zu kommen, Lara. Ich versuch's. Wo ist er und wo muss ich hin? Oh je. Weiter geht's zusammen hier. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Volle Bogen brauchen wir momentan nicht. Hier haben wir ein neues Lager. Bei Albträumen ist es ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein, denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Sie müssen. Ich weiß nicht, was zum Teufel hier vorgeht. Aber es zählt nur, dass Roth einen Weg findet, uns nach Hause zu bringen. Okay. Ja. Tudum, tudum.
weitergeht. Da hinten ist eine Hürde. Los. Und ein Dokument. 25. Juli 1982. Seit dem Flugzeugabsturz sind Tage vergangen. Wir haben zum zweiten Mal versucht, mit einem Boot zu entkommen. Mit katastrophalem Ergebnis. Ich hatte damit gerechnet. Wie beim ersten Mal wurde die ruhige See plötzlich und ohne Erklärung feindselig. Sobald wir das offene Meer erreichten, wurde der Wind stärker und eine unglaubliche Welle rollte auf uns zu. Unser Rettungsboot wurde wie ein Spielzeug auf die felsige Küste zurückgeschleudert. Jetzt haben wir erneut zwei Tote und einen Verletzten, dem nicht mehr zu helfen ist. Die anderen geraten langsam in Panik und sie erwarten von mir einen Plan. Ich habe zwar einen, aber sie sind nicht Teil davon. Sie sind schwach und dumm, was an diesem Ort ein Risiko darstellt. Ich habe vorgeschlagen, sie sollen einen weiteren Versuch unternehmen, aber ich werde mich nicht anschließen, denn das wäre Selbstmord. Das habe ich mittlerweile erkannt. Tja, war das... Hier steht gestrandet. Dieses Tagebuch gehörte Matthias. Er strandete hier vor Jahren. War das derselbe Mann, der bei Sam war? Oh, das ist eine berechtigte Frage. Okay. Wir suchen weiter. Noch mehr? Sind da noch mehr? Und wie es von hier an dann weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Ciao, ciao!